Ich lese uns jetzt den Predigttext für diesen Himmelfahrtstag aus der Apostelgeschichte, Kapitel 1, die Verse 1 bis 11. Und achtet mal drauf, ganz am Anfang der Apostelgeschichte schreibt deren Autor Lukas, in Klammern Beruf Arzt, auch über ein anderes Buch, das er schon geschrieben hat. Und überlegt mal, was das wohl für ein Buch sein könnte. Also, lieber Theophilus, in meinem ersten Bericht habe ich von allem geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. Und zwar von Anfang an, bis zu seiner Rückkehr zu Gott. Bevor aber Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, gab er den Männern, die er als seine Apostel berufen hatte, durch den Heiligen Geist Anweisungen für die Zukunft. Diesen Männern hat er sich auch nach seinem Leiden und Sterben gezeigt und damit bewiesen, dass er tatsächlich auferstanden ist. 40 Tage lang sahen sie ihnen und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Als sie an einem dieser Tage miteinander aßen, sagte Jesus zu seinen Jüngern: Verlasst Jerusalem nicht, bleibt so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet bald mit dem Heiligen Geist getauft werden. Bei dieser Gelegenheit fragten sie ihn: Herr, wirst du jetzt Israel wieder zu einem freien und mächtigen Reich machen? Darauf antwortete Jesus: Die Zeit dafür hat allein Gott, der Vater, bestimmt. Euch steht es nicht zu, das zu wissen. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und Judäa, in Samarien und auf der ganzen Erde. Nachdem er das gesagt hatte, nahm Gott ihn zu sich. Eine Wolke verhüllte ihn vor ihren Augen und sie sahen ihn nicht mehr. Noch während sie überrascht nach oben blickten, standen auf einmal zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Ihr Galiläer, sprachen sie die Jünger an, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Gott hat Jesus aus eurer Mitte zu sich in den Himmel genommen. Aber eines Tages wird er genauso zurückkehren. Bitte nehmt Platz für die Predigt. Also, ich habe eben ganz kleines Quiz angekündigt. Was ist das für ein Buch, auf das Lukas sich hier bezieht und das er auch noch geschrieben hat? Ja, genau. Dankeschön, Ingrid. Das Lukas-Evangelium. Also Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, hat zugleich eins der vier Evangelien geschrieben. Und deswegen haben wir quasi in diesen zwei Bänden von einem Autor die ganze Geschichte von Jesus und die erste früheste Kirchengeschichte. Ganz spannend, dass das so zusammengebunden ist. Und damit ist dieser Text, wo der auf der Erde sich befindende, zwar schon auferstandene, aber noch dort wirkende Jesus ist und dann, wo es übergeht in Jesus im Himmel und seine Wirksamkeit dort in der Kirche, eine Schnittstelle dieser Geschehnisse, dieser Heilsgeschichte im Neuen Testament. In Vers 3, den lese ich uns noch mal ganz kurz, diesen Männern hat er sich auch nach seinem Leiden und Sterben gezeigt und damit bewiesen, dass er tatsächlich auferstanden ist. Darüber haben wir Ostern gesprochen. Jesus ist von den Toten auferstanden und es ist historisch gesehen auch nicht zu
negiere nicht, man kann nicht sagen, das ist historisch nicht richtig, sondern es gibt ganz viele Zeugen dafür, die genau das gesehen haben. Davon ist hier die Rede. Und dann 40 Tage, es sind zwischen Ostern und Himmelfahrt 40 Tage. Und dann kommen nochmal 10 Tage bis Pfingsten. Also das wiederholen wir ja jedes Jahr. Vor 40 Tagen war Ostern und in 10 Tagen ist Pfingsten. 40 Tage lang sahen sie ihn und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Da werden wir nachher intensiver einsteigen und darüber reden, was ist eigentlich das Reich Gottes. In den Versen 4 und 5, da redet Jesus davon, dass bald der Heilige Geist kommt. Er kündigt sozusagen Pfingsten an. Er sagt, bleibt in Jerusalem, hier wird es geschehen. Haut nicht ab, geht nicht weg, es kommt noch was ganz Großes. Und er sagt, Johannes hat mit Wasser getauft, das war gut und schön, aber das, was hier auf euch kommt, der Heilige Geist, das ist noch viel größer als die Johannestaufe. Dann in den nächsten Versen fragen die Jünger Jesus, sag mal, ist es denn jetzt so weit, dass Israel endlich frei wird? Israel war ja zu dem Zeitpunkt besetzt vom Römischen Reich. Die waren ein Land unter Fremdherrschaft. Und die Jünger haben immer noch nicht ganz kapiert, was Jesus an einigen Stellen gesagt hat, nämlich, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist. Und sie fragen, geht's denn jetzt los, Jesus, wo du von den Toten auferstanden bist, dass du Israel befreist? Und er widerspricht ihnen nicht mal, sondern er nimmt das auf. Und es hat ja auch seine Wahrheit. Dann, wenn Jesus wiederkommt, das macht das Neue Testament deutlich, dann bedeutet das auch etwas ganz Besonderes für Israel. Ganz Israel wird gerettet werden, steht im Römerbrief. Und dann werden wir alle, auch Israel, wahrhaft frei sein. Nicht nur menschlich gesehen, sondern umfassend. Und er sagt, dass den Zeitpunkt, wann das geschieht, wann er wiederkommt und all diese Dinge tut, dass den allein der Vater kennt. Er sagt also, Jungs, es dauert noch, stellt euch erstmal auf diese Situation ein. Ja, es wird kommen, garantiert, aber noch nicht und ihr müsst auch keine Berechnungen anstellen und euch überlegen, wann es denn sein wird. Das weiß allein der Vater und der macht bekanntlich keine Fehler. Und dann kommt nochmal das mit Pfingsten. Jesus sagt, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und Judäa, in Samarien und auf der ganzen Erde. Damit macht er schon klar, bevor die Welt zu Ende ist, kommt noch was, kommt noch jemand, nämlich der Heilige Geist. Und ihr habt noch einen Job zu machen. Ihr sollt meine Zeugen sein, sprich das erzählen, was sie mit Jesus erlebt haben, und zwar auf der ganzen Welt. Das ist Weltmission und das ist dann ja auch gekommen und das ist bis heute aktiv. Es gibt noch einen Job zu tun, bevor die Welt zu Ende ist. Das sagt Jesus seinen Leuten. Und dann dieser Vers, der beschreibt, ohne allzu viele Einzelheiten zu enthalten, was an Himmelfahrt geschehen ist, nämlich die Himmelfahrt Jesu. Nachdem er das gesagt hatte, nahm Gott ihn zu sich. Eine Wolke verhüllte ihn vor ihren Augen. Es geht also nicht genau, es geht nicht darum, das genau zu sehen und Sensationen berichten zu können, sondern es wird sogar verhüllt, ganz keusch in einer Wolke. Und sie sahen ihn nicht mehr. Das ist die Himmelfahrt. Und dann
ist durch diese Himmelfahrt sozusagen der normale Zustand wiederhergestellt. Wenn wir in die Biografie Jesu gucken, dann ist der Anfang von Jesus ja so, dass er schon immer da gewesen ist. Die sogenannte Präexistenz, das Sein Jesu vor aller Zeit, vor der Schöpfung, und er ist bei Gott, dem Vater. Und dann geschieht an Weihnachten das, was uns das Neue Testament berichtet: Jesus wird Mensch mit dem klaren Ziel, um uns zu retten, um dann im Ergebnis am Kreuz stellvertretend für uns zu sterben. Er hat also den Platz zur Rechten Gottes auf dem Thron im Himmel verlassen, um zu uns zu kommen und uns zu retten, ist dann eine Zeit auf der Erde und mit Himmelfahrt nimmt er seinen Platz im Himmel wieder ein. Jetzt ganz interessant, noch während sie überrascht nach oben blickten, standen auf einmal zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Jetzt nochmal eine etwas schwierigere Frage. Kennt ihr diese beiden Männer? Kommen die schon mal irgendwo anders vor? Ihr Galiläer, sprachen sie die Jünger an, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Gott hat Jesus aus eurer Mitte zu sich in den Himmel genommen, aber eines Tages wird er genauso zurückkehren. Die beiden Männer sagen etwas zu den Jüngern und inhaltlich: Hey, Jesus ist nicht mehr hier, sondern woanders. Das haben die beiden schon mal gemacht. Erinnert sich jemand? Bitte? Genau. Was sind die von Beruf, die beiden? Genau. Das sind zwei Engel und die waren auch schon beim Grab Jesu und haben da zu den Jüngern auch so was Ähnliches gesagt, nämlich: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Jetzt sind da wieder zwei Engel, auch in weiß gekleidet. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob es exakt dieselben sind oder ob es zwei andere Engel sind, aber auf jeden Fall sind die sich sehr ähnlich. Und die sagen inhaltlich jetzt auch: Hey, guckt nicht in den Himmel, denn Jesus ist dorthin gegangen, aber zugleich, bitte konzentriert euch jetzt wieder auf die Erde, denn er ist jedem Ort der Erde gleich nahe, er ist mit euch und ihr habt noch eine Aufgabe, wie ich das vorhin schon gesagt habe. Und Jesus übrigens kommt tatsächlich am Ende zurück, sagen sie auch noch. Aber bis das soweit ist, Freunde, ist noch einiges zu tun. Nun habe ich vorhin schon angekündigt, dass wir die Frage nach dem Reich Gottes noch einmal ein bisschen vertiefen. Was ist das eigentlich? Ich möchte zwei Zitate bringen, die uns in ganz verschiedene Richtungen lenken. Und dann werde ich versuchen zu erklären, was im Neuen Testament damit gemeint ist. Es gab mal einen katholischen Theologen aus Frankreich, lebte von 1587 bis 1940, Alfred Loisy. Ich hoffe, ich habe nur 2 Jahre Französisch gehabt, aber ich habe es jedenfalls nicht deutsch ausgesprochen. Alfred Loisy oder Loisy oder wie auch immer. Auf jeden Fall hat der gesagt: Jesus verkündete das Reich Gottes, gekommen ist die Kirche. So, in diesen Worten drückt sich eine gewisse Enttäuschung aus. So nach dem Motto: Jesus hat gesagt, Gott kommt. Und was das genau bedeutet, sagt er an dieser Stelle nicht. Aber vielleicht dann bricht endgültig die Herrschaft Gottes auf der Erde an oder dann kommen gerechte Verhältnisse oder wie auch immer.
Und dann ist bloß die Kirche gekommen, diese Institution, die ja nicht nur ihre guten Seiten hat, sondern auch ganz viele Schwächen hat. Also Enttäuschung. Jesus verkündete, das Reich Gottes gekommen ist die Kirche. Oberkirchenrat Volker Tiedemann, ein Pastor, der jetzt gerade vor kurzem in Ruhestand gegangen ist. Er kommt übrigens aus Jenfeld, hat zuerst Jura studiert, ist dann Pastor geworden und war Oberkirchenrat in Kiel für Mission und Ökumene. Und der hat über mehrere Jahre hinweg, immer wenn er Besuch hatte aus den Partnerkirchen, das war für Nordelbien vor allem Tansania und Papua-Neuguinea, wenn er also Besuch hatte von Vertretern dieser Kirchen, einen Trip nach Jenfeld gemacht und hat ihnen die Arche gezeigt. Ich durfte die immer führen und unsere Gemeinde und ich durfte erklären, was hier so losgeht. Und er hat diese Trips, diese kurzen Reisen immer gestellt unter den Titel »In Jenfeld hat das Reich Gottes schon begonnen«. Natürlich so ein bisschen ironisch, aber durchaus, er wollte seinen Leuten da was bieten, die er hierher geführt hat. So, was ist denn das Reich Gottes? Ein Reich wird dadurch definiert, dass es einen Herrscher gibt und dass es Untertanen gibt. Normalerweise ein König und die Leute, die in seinem Staatsgebiet leben. Reich Gottes ist klar, wer der König ist. Gott. Jesus. Und wer sind die Untertanen? Das sind wir, ganz genau. Wir Christen. Wir sind, wenn wir an Jesus glauben, an Jesus als unseren König, unseren Herrn und Erlöser, sind wir Bürger des Reiches Gottes. Und in diesem Reich gilt die Herrschaft Gottes. Das ist sein direkter Machtbereich. Wenn wir, also im Grunde ganz einfach, ne? Wir sind allesamt, wenn wir Deutsche in Deutschland sind, sind wir Bürger des deutschen Staates und Bürger des Himmels. Wenn wir aus anderen Ländern kommen und dort die Staatsbürgerschaft haben, ist das genauso mit dieser Staatsbürgerschaft. Christen haben immer eine doppelte Staatsbürgerschaft, mindestens. Also manche haben ja auch englische und deutsche zusammen oder was auch immer. Also, das ist Reich Gottes. Und dann kommt, wenn man genau ins Neue Testament guckt und auch ins Alte zu diesem Begriff, noch etwas anderes dazu, nämlich, dass die Grenzen der Gemeinde Jesu, ne? Gemeinde Jesu ist quasi gleich Reich Gottes, dass das Reich Gottes aber größer ist und die Grenzen der Gemeinde noch überschreitet, überall da, wo Gott in dieser Welt sichtbar wirkt und wo Menschen davon berührt werden, verändert werden, wo sich Zustände und manchmal Verhältnisse ändern, ohne dass direkt gleich alle Leute Christen im biblischen Sinne werden. Also Reich Gottes ist größer als Gemeinde, aber Gemeinde ist sozusagen der harte Kern und darüber hinaus geschieht, ereignet sich, ist Reich Gottes. Und wenn wir jetzt nochmal auf diese beiden Zitate schauen, dann bedeutet das ja, dass dieses, was der Loasi gesagt hat, eigentlich nicht so ganz stimmt, denn Jesus verkündete das Reich Gottes und es kam die Gemeinde Jesu, Halleluja, wunderbar, und über diese Gemeinde Jesu hinaus gibt es noch Auswirkungen des Reiches Gottes und das ist keine Enttäuschung, sondern das ist Gottes Plan und der ist ganz großartig. Und zu dem, was dieser Oberkirchenrat Tiedemann gesagt hat, wenn man das mal runterbuchstabiert, heißt das, hier ist lebendige Gemeinde,
Hier sind Menschen versammelt, die an Jesus Christus glauben, deren König Jesus ist. Und gerade an der Arche und auch an manchen anderen Sachen wird deutlich, das wirkt nicht nur sich in der Gemeinde, in der Kirche aus, sondern über die Grenzen hinaus der Gemeinde werden Menschen, die noch nicht zu ihr gehören, von Gott gesegnet. Da verändern sich Zustände, da bis dahin, dass Menschen Veränderung erleben, weil in kaputte Zustände Heilung hineinkommt. Also Reich Gottes in Jenfeld, natürlich nicht nur in Jenfeld, überall da, wo Menschen sich treffen und Gemeinschaft haben im Namen Jesu und in seinem Namen auch aktiv werden in ihrer Umwelt, ist Reich Gottes, ereignet sich Reich Gottes, ist die Herrschaft Gottes in dieser Welt präsent. Und an Himmelfahrt ist dieser direkte Zusammenhang da. Jesus auf dem Thron Gottes, Jesus der König, regiert sein Reich, das Reich Gottes. Keiner ist mächtiger als er, ihm ist alle Macht gegeben. Ich habe die Geschichte schon einige Male erzählt, ich werde sie auch jetzt nur kurz andeuten. Im Jahre 2005 starb in Jenfeld das Mädchen Jessica, eine 7-Jährige, die in der Wohnung ihrer Eltern verhungert ist, verwahrlost, vernachlässigt. Die Eltern sind später verurteilt worden, lebenslänglich wegen Mord durch Unterlassung, weil sie ihr Kind haben verhungern lassen. Das drang am 1. März, nachdem die Polizei da war, in die Öffentlichkeit. Und hier in Jenfeld haben viele das so empfunden, dieses Mädchen ist quasi unsere Nachbarin gewesen in diesem Stadtteil. Sie ist gestorben und wir haben nichts für sie getan. In Klammern, wir wussten auch nichts von ihr. Aber das Gefühl, in der Nähe so einer großen Not gewesen zu sein, das hat viele von uns damals sehr traurig gemacht. Einige sprachen von einer kollektiven Depression des Stadtteils. Das war ein Dienstag. Am Sonntag, dem 5. März, fand in dieser Kirche ein Gottesdienst statt. Und dieser Gottesdienst war extra angesetzt worden wegen des Todes von Jessica, weil offensichtlich ganz viele Leute das Bedürfnis hatten, zu trauern, Abschied zu nehmen. Und diese Kirche war voller als die Polizei und die Feuerwehr vor allem erlaubt, radikal voll, mit Menschen, die sogar teilweise große Strecken angereist waren, weil sie vom Schicksal dieses Mädchens gehört hatten, voller Erschütterung über das, was geschehen war. Und sie waren dankbar, dass wir ihnen einen Ort gegeben haben, wo sie ihrer Trauer Ausdruck verleihen konnten und wo sie zusammen sein konnten. Und am Ende dieses Gottesdienstes, der für mich einer der anstrengendsten meines Dienstes überhaupt war, weil es für mich unglaublich schwierig war, diesen Leuten etwas zu sagen, was ihnen half, kamen die Leute hier nach vorne in den Altarraum und wir hatten gesagt, ihr dürft oder ihr seid eingeladen, ein Teelicht anzuzünden als Zeichen gegen die Kälte in unserer Gesellschaft, als Zeichen für ein Gebet, der aufsteigende Rauch. Und wir hatten gedacht, das werden einige kirchliche Leute machen, aber die meisten sicher nicht. Und dann kamen alle nach vorne. Wir hatten zum Glück genug Teelichter. Und dieser ganze Altarraum hier war voller Licht, Teelichter, ein Kerzenmeer. Und ich stand da vor dieser Tür und mir kamen die Tränen. Einmal von der Anstrengung des Gottesdienstes und dann von diesem Bild, eine ganze Kirche mit zum großen Teil mir wildfremden Leuten kommen nach vorne und
machen hier diese Kerze an. Und in dem Moment hatte ich den Eindruck, und das habe ich höchst selten, dass Gott mit mir redet und sagt, dieser Tod dieses Mädchens war nicht umsonst. Ich werde hier noch etwas Großes tun. Und das habe ich erstmal genommen und wusste nicht, wie das Realität werden sollte. Aber noch im selben Jahr entstand dann der Kontakt zur Arche in Berlin und die Arche kam. Mittlerweile gibt es in 3 Stadtteilen von Hamburg Archehäuser, alle solche Stadtteile wie Jentfeld. Und es gibt noch Kita und GBS und andere Einrichtungen. Und es ist mittlerweile einer großen Zahl von Kindern ganz allgemein geholfen worden, aber auch manche Schicksale, weiß ich, wo Leben gerettet wurde, aufgrund dessen. Und für mich ist das eine Geschichte, wo ich sage, da hat Gottes Reich seine Wirksamkeit gezeigt. Und die Arche ist ja gerade so eine Institution auf der Grenze zwischen Gemeinde und Welt. Und an dieser Grenze geschieht so viel von Gottes Handeln und Hilfe für die Menschen. Und manchmal kommen auch Menschen aus der Welt durch die Arche in die Gemeinde und werden Teil des Reiches Gottes im engeren Sinne. Und für mich ist das so eine Lebensgeschichte geworden, wo ich gemerkt habe, es kann passieren, dass die Himmelfahrt Jesu, seine Regentschaft, die Anwesenheit des Reiches Gottes sich so auswirkt, dass wirklich Zustände von Grund auf geändert werden. Dass wirklich eine Situation anders wird. Und das hat für mich etwas sehr Ermutigendes. Und ich bitte euch jetzt, denkt mal an eine Situation, die für euch schwierig bis hoffnungslos ist, die in der nächsten Zeit auf euch zukommt oder in der ihr im Moment steht. Eine Situation, die für euch schwierig bis hoffnungslos ist. Und wenn ihr an die denkt, will ich euch da hinein sagen, Jesus ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Jesus ist bei euch. Ihr seid nicht alleine. Er ist nur so weit weg wie ein Gebet. Und das heißt, er ist nicht weg. Er geht mit euch in diese Situation. Und er hat die Macht, dass sein Wille geschieht. Ihr seid die Bürger seines Reiches. Ihr geht nicht allein, ihr geht mit ihm und vertraut ihm, dass er euch gerade angesichts dieser Herausforderung, dieses Problems, dieses zukünftigen Ereignisses beisteht und Einfluss nimmt und handelt und segnet. Und ich möchte diese Predigt abschließen mit einem Gebet für euch, die ihr gerade an so eine Situation gedacht habt und die ihr euch wünscht, dass ihr spürt, Jesus geht mit euch da hinein. Ich bete. Lieber Herr Jesus Christus, vielen, vielen Dank, dass es wahr ist, dass du zur Rechten Gottes des Vaters sitzt und dass du regierst. Vielen, vielen Dank dafür, dass du deine Jünger damals nicht alleine gelassen hast, sondern dass du ihnen deinen Heiligen Geist gesandt hast und dass du zugleich gesagt hast, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und danke, dass wir deine Jüngerinnen und Jünger sind und dass du auch uns nicht alleine lässt, dass du bei uns bist. Und Herr, wir legen dir diese Situation, an die wir gerade gedacht haben, aus unserem Leben hin, das Problem, die Schwierigkeit. Wir legen dir das hin, wir geben dir das und wir erbitten dein Handeln. Wir erbitten, dass wir spüren, dass du mit uns da hineingehst.
dass wir nicht alleine sind und dass wir mit dir Überwinder sind. Herr, danke für deine Gegenwart und danke, dass du uns niemals im Stich lässt, sondern dass wir mit dir keine Angst haben müssen und wissen dürfen, du bist mit uns. Amen.